Hallo, ich möchte euch gerne heute meinen Bikes Paradise Wild One vorstellen. Das ist Baujahr 2013. Wir fahren es einfach mal gleich raus. Die Vorgeschichte ist so, ich fahre jeden Tag mit diesem Fahrrad in die Arbeit. Ich wohne in der Nähe von Schäftlern und fahre jeden Tag damit nach München in die Stadt. Da werden viele von euch denken, es ist doch eigentlich kein Fahrzeug für die Stadt, aber es ist es. Es ist sehr schnell, es ist sehr wendig, man kann viele Sachen mitnehmen. Was ihr jetzt hier noch nicht seht, ist einmal, dass es hier Packtaschen gibt. Also man kann hier Packtaschen ranbauen, die auch normalerweise da dran sind. Die sind jetzt hier als Testding jetzt erst mit Lichtern oder Vorzeigeding mit Lichtern. Es ist ein Velotop dabei. Dieses Velotop schützt euch vor Regen, Wind und Wetter. Also ihr merkt, ich fahre bei jedem Wetter. Im Sommer mache ich es entweder ab oder ich lasse es so, wie es jetzt gerade derzeit ist, dass im Endeffekt die Sonne nicht auf den Kopf scheint. Das ist sehr angenehm, weil der Wind kommt hier durch und ich habe da auch die Möglichkeit, hier die Höhe zu verstellen und kann das im Endeffekt niedriger machen für die Aerodynamik. Es wird dann immer seichter oder halt eher mehr, damit da mehr Luft durchkommt, für die Luftzirkulation eher höher. Gut, ich lasse das jetzt einfach mal so, kann man nicht so feststellen. Diese Plexiglasplatten sind austauschbar und es gibt noch eine Seitenwand, die circa so tief ist und dann nach oben geht, die ist auch noch dabei. Die sitzt da hinten in der Ecke, aber die interessiert mich jetzt erstmal nicht. Und zu den Details. Es ist ein Wild One, 2013er Baujahr, wie schon gesagt. Wir haben vorne zweifach 120 mm Federung und hinten auch nochmal 120 mm Federung, was wirklich sehr, sehr komfortabel ist. Die ist einstellbar auf jede Größe, auf jede Stärke. Wir haben Scheibenbremsen von Avid. Hört sich jetzt nicht natürlicherweise nicht teuer an, aber sie sind mechanisch. Das heißt also, sie werden noch immer mit einem. Sie sind nicht hydraulisch, was vielleicht ein Vorteil ist, weil ein Seil kriegt man überall, wenn mal was schief geht. Und bei Hydraulik, wenn da mal was passiert, dann liegst du brach. Du hast nur noch auf einer Seite vielleicht eine Bremse, whatever. Ja? Gebremst wird normalerweise während der Fahrt hier vorne, also das dafür das hier für dieses. Und für die Standbremse haben wir hier im Endeffekt das. Wenn ich das jetzt so mache, bewegt sich dieses Fahrzeug gar nicht mehr. Wenn ich das so nach hinten schiebe, dann ist das Fahrrad wirklich, ich kann es mit einem Finger hin und her schieben und ihr merkt, es ist wirklich ein sauberes Ding. Dazu gibt es ein Sigma BC1212, also eines der teuersten Geräte, wo viele Sachen wie zum Beispiel Temperatur, hier, da wo die Hand ist, Gesamtzeit, Fuel, man kann hier umrechnen, wie viel man sich spart an Liter, an Benzin. Dann gibt es Fahrtstrecken. Ist auch schon alles jetzt wieder genullt. Bin schon wieder mal 4 Kilometer gefahren. Insgesamt hat das Bike jetzt knappe 9000 Kilometer drauf. Und wir haben noch zusätzlich einen Sunstar-Motor, der als Mittelmotor hier vorne verbaut ist. Die Batterie ist jetzt abgebaut, weil die tiefenentladen ist derzeit nach 15.000, nach 1500 Zyklen ist das kaputt gegangen. Hier warte ich darauf, wenn ihr ihn kauft, werdet ihr natürlicherweise eine neue Batterie bekommen. Ich fahre derzeit ohne Batterie, ist natürlich ohne Probleme möglich, weil der ist bürstenlos. Bürstenlos bedeutet, wenn ich reintrete, dann habe ich mich zu einem Gegendruck, wie zum Beispiel beim Bosch-Motor, der immer wieder mitläuft. Der läuft zwar auch mit, aber ich habe kein großes Drehmoment, was ich mitziehen muss. Die neue Batterie kann man entweder als Flaschenhalter hier unten ranbauen. Hier gibt es einen Adapter hier unten. Den kann man hier benutzen. Diesen Flaschenhalter habe ich auch noch. Sunstar bietet dieses auch an. Kostet knapp um die 600 Euro. Und hat 11 Amperestunden. Also ihr kommt ca. 80 Kilometer weit mit der Ökofunktion, die meistens reicht. Der neue Akku, den ich gerne verbauen möchte, den ich auch euch ans Herz legen würde,
ist ein 22 Ampere-Stunden Akku. Er hält über 160 Kilometer. Über 160 Kilometer und wurde im hinteren Teil verbaut, was natürlicherweise auch sehr, sehr angenehm ist für den Schwerpunkt, weil der Schwerpunkt dann eher hinten ist anstatt vorn. So, jetzt gehen wir einfach mal und fahren einfach mit dem kleinen Stück. Einsteigen tut man, ich gehe mal auf diese Seite, weil dann sieht der Kamera mal mit einem Bein hier drüber, setzt sich hin und ist schon da drin. Es ist sehr angenehm. Es gibt einmal die normale Tritt, also normale Treter, und es gibt Klicker, also Shimano Klicker. Kann man natürlich auch austauschen. Es ist alles Standard Fahrrad. Alles Standard-Fahrradsachen. Ich benutze jetzt erstmal das so. Tue die Bremse raus und habe hier meine Lenkung. Das ist im Endeffekt eine typische Panzerlenkung, die im Endeffekt so genutzt wird. Wir haben hier die Möglichkeit noch, wenn jemand zum Beispiel irgendwie dir entgegenkommt und du möchtest auf dich aufmerksam machen, dann kann man natürlich hier mal draufdrücken und er hat ein hundertprozentiges Hören und dich sehen. Der nächste Vorteil ist, also ich drehe jetzt einfach mal kurz rein, ist, wenn der Kameramann mitkommt, dann fahren wir hier noch drüber, über die Straße und fahren da einfach mal ins Kiesbeet. Der nächste Vorteil dieses Fahrzeugs ist, jeder sagt sich, oh Gott, ein Liegerasen, da komme ich nicht über Kies und Schotter. Das stimmt nicht. Die 120 mm und die Reifen und der Aufbau von Wild One sind grandios und machen keine Probleme in Hinsicht sowas. Also ich fahre jetzt hier einfach mal ein bisschen mit ein bisschen Schwung drüber und ihr seht, das ist alles kein Problem. Ja, wir haben hier nochmal zusätzlich Schaltungen. Wir haben hier einmal eine Roll-Off-Schaltung hinten drin, die hier über eine Grip-Shift-Schaltung geschaltet wird. Und wir haben eine normale 8-Gang-Schaltung von Shimano, hier über eine normale Hebelfunktion verfügt. Also man drückt sie runter, dann schaltet man runter, schaltet man hoch, ist alles wieder super. Wenn man stehen bleibt, am besten erst hochschalten und in den ersten schalten, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ich fahre normalerweise immer mit dem höchsten Gang und der 2. Da bin ich bei Geschwindigkeiten von circa um die 38. Mit dem Elektromotor geht es bis zu, wird bis 25 offiziell unterstützt. Es gibt da kleine Möglichkeiten, die dann bis zu 40 km/h dich unterstützen. Und du dann eigentlich schon in den Tempos, in den Geschwindigkeitsbereich von Rennradfahrern kommst, die sich dann meistens sehr bedanken, wenn man ihnen hinterherfährt. Das nächste, was ich noch verbaut habe, ist eine 3 Watt LED-Lampe, die über einen Akku gespeist wird, den man hier einfach einschieben kann. Er wird einfach über ein normales 12 Volt Netzteil geladen und hält circa 3 Tage. Zudem kommt sicherheitstechnisch noch was dazu. Wir haben jetzt hier, ich habe gerade noch einen beim Laden gerade. Blinkersysteme, die man im Endeffekt einmal so einstellen kann. Dann blinken die nach da und wir haben eins nach dort. Ich stelle sie meistens immer so quer ein, sodass sie im Endeffekt so in die Seite leuchten, also so. Damit haben wir ein großes Spektrum. Man sieht dich von hinten in der Nacht. Hier sind Reflexstreifen drin, das heißt also, wenn es Nacht ist, erleuchtet das dieses gesamte Fahrzeug. Und an den Seiten haben wir auch nochmal Reflexstreifen. Bis dato ist es so, dass die Leute, also ich fahre ja öfters über den mittleren Ring, wenn das jemand kennt, am mittleren Ring ist es schon so, dass die Leute langsam fahren, um mich im Endeffekt zu betrachten, wie ich mit diesem Fahrzeug fahre. Also von daher sehr angenehm. Eine Kette ist verbaut von Eumax. Das ist im Endeffekt eine E-Bike-Kette oder insgesamt sind es 3 E-Bike-Ketten, die von hier aus einmal hier rumgeht, über 2 Umlaufrollen und dann an das normale Fahrradkettenloch von Rolloff gehen. Ja, ansonsten ist es eigentlich Standard. Alles ist Fahrrad standardmäßig. Die Räder sind alle nachbestellbar bei Bike Solutions.
oder als Bike Revolution. Und damit sind wir eigentlich schon fertig. Ali, warte, das haben wir doch. Das Fahrrad ist einstellbar auf die Länge. Also derzeit ist es auf meine Länge eingestellt. Das ist 1,84. Also ich bin 1,84 groß. Man hat hier zwei Schrauben. Und in diesen zwei Schrauben, also die zwei Schrauben auf der anderen Seite. Und damit kann man diesen Dom immer mehr reinschieben. Also man hat ja jetzt noch so viel Platz. Das bedeutet aber, dass wenn man das reinschiebt, müsste man dann nochmal zwei Kettenglieder wegnehmen. Wenn man länger ist, also der Docht ist derzeit so lang, es geht bis 2 Meter vor. Also man kann einen 2-Meter-Menschen hier jetzt auch noch reindrücken. Dann müsste man aber nochmal zwei Glieder dazu tun. Die hätte ich im Petto. Das heißt also, wenn ihr das für euch dieses Fahrzeug interessiert, dann können wir das gerne auch noch vor Ort machen und können das auch gerne auch einmieten. Das ist kein Problem. Ja, ansonsten wären wir eigentlich hier fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und man sieht sich mal wieder.